Ja, ciao und viel Spaß mit For Honor. Wir spielen die Kampagne, aber zuerst mal eine Art Tutorial. Oder Anwärterprüfung, dass man ein bisschen weiss, wie man es steuert. Und cool inszeniert. Es liegt schon um, seit es neu raus ist, bei mir ist so Pile of Shame. Missionsziel. Erreichen den Gegner, ja, das schaffen wir wahrscheinlich noch. Links bewegen, mit rechts schauen, so das Übliche. Halten. Links 2, Feind aufzuschalten und Deckungsmodus zu aktivieren. Und jetzt? Deckung, je nachdem, wo er angreift. Ui, das wird lustig. Ja, und jetzt? Und jetzt? Ah, Kreis und Brenning beenden. Da gibt es noch schon etwas, oder? Machen wir das mal alles nachher. Mehr gibt es da nicht, oder? Ja. Trainiere weiter deine Deckung. Habe ich doch. Da halt er zu. Da. Okay. Und jetzt? Oh, oh, jetzt drücke ich noch den falschen Knopf. Ah, jetzt. Düster an. Also ich muss mich da hoch konzentrieren, dass ich das. So, wir können auf jeden Fall decken. Okay. Angreifen. Die erste Folge wird ein reines Tutorial. Aber es ist cool gemacht. Besser als das Ende von Game of Thrones. Jetzt kann ich wählen, ohne schlagen. Schauen Sie, immer dort tun und auch nicht. That's it, oder? Oh, ich hätte schlagen können. Halt.
jetzt darf ich nicht die Schwere angreifen. Das Mal schlagen ihn, bis er gekillt ist. Und killen. Da kommt der Nächste. Ich tue nicht zwei verketten miteinander. Das habe ich jetzt. Wie tut man das? Das habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen. Kann ich das abrufen? Das kannst du jetzt nie mehr schauen, ernsthaft. Vielleicht unter Aktionsleiste. Hier. Drücke nach einem leichten Angriff Viereck, um einen Schulterstoß einzuleiten. Okay, dann machen wir das so. Das hat nicht geklappt. Echt jetzt? Ja. Moment. So. Muss ich jetzt das nochmal neu? Nicht, oder? Mir hat es irgendwie vom Server gekickt. Ja, der halt nochmal. Kuckuck. Oh. Ja, genau. Und das nochmal. Ah, jetzt muss ich aber. Ehrlich gesagt schnalle ich das nicht so. Meine Ding ist meine Ausdauer. So ist das gegangen, oder? Richtungswechsel und Viereck drücken. Okay. Das ist doch für die Kette. Es geschafft, oder? Nicht mehr, nicht, oder? Ui, ob das mein Spiel wird. Oder?
Haben wir das immer noch nicht geschafft, oder? Spiel, hilf mir mal. Das mit Viereck. Das mit dem Verketten, sorry, das... Jetzt steht da links eins. Das mit dem Angriff verketten, das schnalle ich nicht. Oh! Das kannst du ja so wie verkehrt. Komm, komm, komm. Greif den noch an, oder? Das mit dem Verketten, wirklich, das ist so ein bisschen. Jetzt muss ich die Punkte füllen. Und jetzt öffne das Tor. Öffne das Tor. Fragen wir immer noch wegen dem mit Viereck verketten. Aber da kann ich nicht die richtige eingehen. Das mit Abwehr enorm. Ich brauche noch etwas, um da reinzukommen. Das ist noch gut, habe ich das Tutorial gemacht. Oh. Achtung, Achtung, Achtung. Hey, das sehe ich. Ich muss mega schauen, dass er mich nicht. Kette, das. Habe ich nicht so im Griff. Irgendwie im Viereck scheint es zu drücken. Wie du das machst. Puh. Ausweichen und roll. Und mit der Abwehr, du musst recht. Es geht recht schnell. Ich gehe zwar nur in drei Richtungen, aber du hast nicht lange Zeit. Du kannst ja nicht nur stur auf die Dinger schauen. Da. Die kleinen Felder. Weiche aus. Weiss ich aber nicht wie. Wie weiche ich denn aus? Was ist das da? Ah, Verhöhnen. Wie weichst du aus? Hier, Ausweichmanöver. Mit X. Um die Richtung. Okay. Das geht wahrscheinlich nur mal, wenn. Mal kommen. Ja, es geht ja hervorragend zu ausweichen. Geht hervorragend, komm.
Also. Seitwärts komme ich dem weg. Ja, also, puh. Was? Und dann rechts zwei, oder was? Weiß es nicht. Ausweichen und dann erschlagen, oder? Aber boah, da muss ja alle Finger am Knopf haben. So meint er. Nein! Ich bin gewonnen, Viereck zu drücken als Schlag. Ja, die Knopfkombinationen, das ist gar nicht mies im Fall. Ich wollte immer rechts eins drücken, um auszuweichen. Und Viereck, um anzugreifen. Ja, die Knöpfe sind nicht an diesem Ort. Ich muss schauen bei dir. Knöpfe kann umbelegen, im Fall Tastenkombi. Das Zeug ist nicht dort, wo ich das gerne habe. Also indem du machst eine Rolle gut. Okay, das leuchtet mir ein mit X. Sie können die Prüfung nicht treffen. Das habe ich schon hervorragend geschafft. Muss ich noch überhaupt gehen? Komm, greif an. Das war nicht clever. Ich dachte, vielleicht kann ich einfach angreifen, aber ich muss. Nein, wieder falscher Knopf. Das kommt gut mit mir. Das mit X da, mit das. Gar nicht mies. Ich wollte immer rechts eins zum Ausweichen. Ich habe auf anderen Spielen gewonnen, dass du andere Knöpfe brauchst. Ja, das hat wieder nicht gut geklappt. Wenn ich das habe, alle. Scheibe. Das wird schwierig. Bin gespannt, ob ich das Spiel. Aber mit diesen Knopfkombinationen, eieiei. Das muss ich. Und wie mache ich das? Gib mir bitte ein Tutorial-Tipp jetzt.
Ja, wie? Das funktioniert nicht. Ich habe wieder keinen. Der Controller, der eingeblendet wird, ist nicht gekommen. Wie machst du das denn? Muss ich zuerst einen Angriff machen? Jetzt kommt's. Drücke Viereck, um einen Deckungsdurchbruch auszuführen und die Deckung deines Gegners zu öffnen. Lasse dann schnell rechts zu oder rechts. Aha. Also gut, komm. Viereck und dann. Viereck und Bams. Viereck. Hui. Ja, das weiß ich. Ein Gegner gegen die Wand. Sein Gegner mit Hilfe von Spießen. So Zeug habe ich gar nicht. Von der Kante. Ah, mit Viereck, Viereck jetzt. Okay, nochmal probieren. Wir haben ihn fast. Da raus mit ihm, oder? Das geht nicht. Von welcher Kante kann der denn fallen? Das muss ja hier sein. Mit Hilfe von Spiessen. Kann er da irgendwie Spiessen reinstossen? Was für Spiessen? Die da? Ich verstehe das Spiel noch nicht. Oder da in die Dinger rein da? Da. Ich kann die auch nicht kaputt machen. Da. Gut, Kante könnte das da sein, eine Mauer. He. Komm. Komm zu mir, komm. Verfolge mich. Spieße schnell eh nicht. Das im Spiel machen. Dass du da einen dort hast, bist schon lange tot. Jetzt müssen wir da am Kurve um mit ihm. Da über. Wie fein Gegner. Gut, vielleicht muss ich zuerst in die Spieße reinrühren, aber. Wie originell im Fall. Hier die da, oder? Ich sehe keine Spieße sonst. Vor allem nicht dort rein, wie ich will. Ja,
ich hab. Also ich verstehe das nicht im Fall. Was es meint mit Spiessen und mit Kanten stossen. Ob man da hier rausstossen kann. Oder hier komme ich nicht her mit ihm. Aber er kommt ja nicht, das ist so. Wenn der Greif mal ankommt, bleibt er immer dran, wenn ich so. Sehe ich nicht. Das mit Spiessen und so weiter schnall ich echt nicht. Ich lasse das mal im Fall. Das ist nicht mein Tutorial. Ich hoffe, das Spiel wird nicht so. Okay, was muss ich besiegen? Ah! Das kann man an einem anderen Ort noch machen. Schön! Da hat es sicher Spiess irgendwo. Da kann ich etwas ins Feuer schmeißen, oder? Fams! Gell? Hat sicher einen, den ich vor die Kante schubsen kann, irgendwo. Ah, schau, hier sind die Spiessen. Jawohl, ups, müsste schon richtig Ort abwehren. Den haben wir. Jetzt muss ich noch einen vor die Kante werfen. Das wird dann der dort sein. Den schmeißen wir einfach ins Feuer. Das klappt ja hervorragend mit meinem Spiessen nochmal. Der hat jetzt als von Kante geworfen zählt. Ja. Muss ich das verstehen? Nö. Glaub nicht. Ich denke nicht. Das wäre der Herr gewesen mit Kanten. Warum der? Warum der so zählt hat? Da
das Tutorial wirft bei mir eher Fragen auf. Mann, Mann, Mann. Das wird lustig. Ja, Wurf kann ich auch nicht. Also müssen viel abwehren, sicher. Ah, warte, ich muss den ausweichen. He? Dann greif du an, komm. Ja, es geht ja hervorragend im Fall. Hervorragend. Und jetzt zwinge den Gegner. Weichen aus und machen und tun, das nützt gar nichts im Fall. Das geht so schnell, wie Watch gesehen. Jetzt muss ich hier abwehren, aber das geht so schnell. Das magst du gar nicht nachher im Fall. Ich komme nicht weg. Ah, wieder falscher Knopf. Jetzt musst du angreifen. Muss machen, dass der. Der wechselt so schnell.
Das wird brutal für mich, das Spiel. Nee. Das wird brutal. Eine B-Note. Das ist